Die beiden auf jeden Fall geben nicht auf und haben bis zur letzten Sekunde gekämpft, um die letzten Wählerstimmen und große Veranstaltungen geschmissen. Florian Danner für uns in Washington D.C., momentan vor dem Weißen Haus. Jetzt ist der Wahlkampf aber zu Ende. Schönen guten Morgen. Jetzt ist es tatsächlich vorbei mit diesem Wahlkampf. Obama hat in der letzten Nacht noch mit Bruce Springsteen und Jay-Z gefeiert. Mit Romney hat für seinen Wahlkampfabschluss Kid Rock engagiert. Damit sind jetzt wirklich alle Amerikaner mit Werbemitteln ausgestattet, entweder von Mitt Romney oder von Barack Obama. Wir haben uns selbst in die Menge geschmissen und waren bei den letzten Wahlreden der Kandidaten dabei und haben dabei sogar Österreicher getroffen. Die Hauptstadt Washington lassen wir heute hinter uns. Die US-Präsidentenwahl wird ohnehin fernab der berühmten großen Städte entschieden. Wir sind im Süden Virginias, nahe Richmond. Hier mitten in der amerikanischen Kleinstadt-Idylle will Romney in letzter Minute seine Anhänger mobilisieren, um den umkämpften Bundesstaat für sich zu entscheiden. Heute schickt er seinen Kandidaten für den Vizepräsidenten, Paul Ryan, an die Wahlkampffront. Die Show ist fast ein wenig zu pompös für die paar hundert Zuseher in einem halbvollen Flugzeughangar. Doch die Inszenierung ist wichtig fürs lokale Fernsehen. Wir mischen uns unter die Anhänger der Republikaner. Doch von großer Begeisterung für Romney und Ryan spüren wir wenig. Tiefes Misstrauen gegen Präsident Obama bringt die Leute hierher. Ich glaube, dass Obama nichts von Wirtschaft versteht. Deshalb hat unser Land so viele Schulden. Ich bin nicht einverstanden, wie Obama die Krankenversicherung für alle eingeführt hat. Er hat sich die Argumente der Gegner nicht mal angehört. Wenn das so weitergeht, sind wir nicht mehr das Land, das den Rest der Welt anführt. 15 Minuten nimmt sich Ryan Zeit, dann geht es in den nächsten umkämpften Bundesstaat, natürlich mit dem Flugzeug, von Hangar zu Hangar. Auch wir machen uns auf den Weg. Es geht in den Norden Virginias, nach Bristow. 15.000 Einwohner, heute sind 25.000 gekommen. Und das trotz Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt. Der Grund ist er, Barack Obama. Unter seinen frierenden Anhängern finden wir sogar professionelle Fans aus Österreich. Wenn man besonders ein politischer Mensch ist, reißt einen das mit. Und wenn hier die amerikanische Hymne von 10.000 Leuten gesungen wird, dann ist das auch für einen Nicht-Amerikaner ein sehr bewegendes Gefühl. Eine derartige Großveranstaltung, das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen. Das schlägt selbst den Erwin Bröll. Nein, es ist überwältigend. Es sind 25.000 Leute da im Stadion und da ist natürlich eine Dimension, die man von uns so nicht gewohnt ist. Aber es ist sonst auch vieles ähnlich zu unseren Parteitagen, zu unseren Parteiveranstaltungen. Aber es macht Spaß, hier zu sein und man kann sicher einiges mitnehmen. Wir sind noch einmal in Virginia unterwegs. Jetzt wird es ernst. Nur noch wenige Stunden, dann wird gewählt. In einer Basketballhalle, 30 Minuten außerhalb von Washington, treffen wir auf 5000 Romney-Fans. In der Halle regiert das konservative Amerika. Als Warm-up steht Beten auf dem Programm. Wenig später schwören dann tausende Amerikaner auf die Flagge. Doch mit der Frömmigkeit ist es schnell vorbei. Der Enthusiasmus überrascht uns, als Mitt Romney die Bühne betritt. Das haben wir nicht einmal bei Obama gesehen. Kann Romney in letzter Sekunde doch noch den amtierenden Präsidenten schlagen? Im Vergleich zur letzten Wahl ist die Begeisterung in Virginia unglaublich gestiegen. So viele Leute werden einen anderen Kandidaten wählen. Die Dynamik ist toll. Romney wird einen tollen Job machen. Es wird alles viel besser als in den letzten 4 Jahren. Obama hat das Land heruntergewirtschaftet. Romney wird uns wieder zurückbringen. Er hat so viel Erfahrung in der Wirtschaft. Und ein Land zu leiten, ist wie eine Firma zu leiten. Auf unserem Roadtrip durch Virginia haben wir zwei vollkommen unterschiedliche Seiten der USA kennengelernt. Die konservativen, patriotischen Romney-Fans auf der einen Seite, auf der anderen Obamas multikulturelle und liberale Anhänger. In wenigen Stunden wird sich entscheiden, welche Seite Amerika und die westliche Welt anführt. Der Countdown läuft.
Inzwischen haben hier in Amerika die ersten Wahllokale auch aufgesperrt. Die Kandidaten selbst dürfen also ausschlafen. Das hat Mitt Romney für heute auch angekündigt. Er will den Tag mit seiner Frau verbringen. Und Barack Obama hat angekündigt, er wird unbedingt Basketball spielen, bevor es in den Wahlabend geht. Denn das hat ihm noch vor jeder Wahl Glück gebracht, sagt er. Wer dann der große Sieger ist, das erfahren Sie live bei uns in unserem großen US-Wahl-Spezial morgen im Kaffeepuls. Florian Danner meldet sich immer wieder aus Washington. Wir haben Experten hier, die alle Ergebnisse natürlich gleich mal deuten werden. Und wir beginnen auch eine Stunde früher, nämlich schon um 5 Uhr mit dem Kaffeepuls morgen.